Willkommen zur lang erwarteten Jessop-Vorlesung in fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Dieses Mal etwas anders. Ich nehme das Video hier bei mir zu Hause auf, weil in dieser Vorlesung Live-Coding in Anführungszeichen gemacht wird. Das heißt, ich werde hier direkt auf dem Video anfangen zu programmieren. Und habe halt den Vorteil, weil ich das aufzeichne, dass ich das vernünftig schneiden kann. Es entstehen keine komischen Fehler, die ich nicht verstehe und so weiter und so weiter. Es ist einfach viel besser von der gesamten Bearbeitung. Also fangen wir einfach mal an. Was machen wir heute? Wie schon angekündigt, wir befassen uns mit Yesod. Das ist ein Framework für die Webentwicklung. Und wir werden einfach mal ein kleines Projekt ansprechen. Dazu legen wir erstmal Ziele des Projektes fest, setzen uns dann an die Grundlagen, die wir brauchen und kommen dann letztendlich zur Implementation. Und die Implementation wird im ersten Schritt sein, dass jeder Benutzer alles darf, dass einfach nichts geprüft wird und alles wird so durchgewunken. Und im letzten Schritt klatschen wir dann einfach im Prinzip oben drüber nochmal eine Authentifikation. Das kann man im Nachhinein sehr einfach machen. Und dann können auf bestimmte Unterseiten, zum Beispiel, dann können bestimmte Formulare nur abgeschickt werden von Leuten, die eingeloggt sind, und so weiter und so weiter. Aber da kommen wir zum Schluss hin. Zwischendurch gibt's immer mal wieder eine Folie, wo einfach Demo auftaucht. Da werde ich dann zwischendurch live programmieren und das, was wir gerade besprochen haben, einmal live implementieren, zeigen, wie das dann aussieht, wie man da kleinere Änderungen machen kann und so weiter und so weiter. So, was für ein Projekt wollen wir machen? Ich dachte, wir sind vom Programmieren alle immer wütend. Besonders wütend sind wir immer auf den Compiler. Deswegen wollen wir mal so richtig Dampf ablassen und bauen uns dafür eine Ranting-Plattform. Falls ihr nicht wisst, was ein Rant ist, wenn man einfach nur wild im Internet rummeckert über irgendetwas, dann nennt man das ein Rant. Und wir bauen uns eine Ranting-Plattform und weil wir modern sind und Web 2.0, nennen wir die ganze einfach Ranter. So. Auf dieser Plattform möchten wir, dass jeder später dann nach einer Anmeldung einen Text posten kann und ihn der Welt zeigen kann. Außerdem möchten wir, dass wenn ein User sich halt einloggt, dass er dann sagen kann, was ich gestern gepostet habe, war eigentlich doch nicht so intelligent und kann das wieder löschen. Theoretisch kann man das dann aufbohren, zum Beispiel wenn man sagt, ich kriege nicht alle Posts angezeigt, sondern ich kann die Posts filtern nach zum Beispiel Leuten, denen ich folge, dann haben wir je nach Länge der Posts haben wir entweder Facebook oder wenn wir sagen, ein Post ist nur 140 Zeichen, haben wir Twitter oder wenn wir sagen, ein Post besteht nur aus einem Bild, dann haben wir Instagram und so weiter und so weiter und so weiter. Man merkt schon, viele verschiedene Plattformen basieren genau auf diesem Prinzip und genau so etwas wollen wir jetzt nachbauen. In einer leicht abgewandelten Weise. Das Ganze, also die ganzen Äußerungen werden dann chronologisch sortiert angezeigt, ähnlich wie so eine Timeline, wie man das kennt, die neuesten Rants zuerst und in die Historie geht's dann runter. So, wie fangen wir damit an? Natürlich, wie wir immer in Haskell anfangen, wir machen uns über die Datentypen Gedanken. Was wollen wir überhaupt irgendwie speichern? Und da fällt uns erstmal ein, der zentrale Datentyp, den wir haben, ist natürlich ein Rant. Und ein Rant besteht aus einem Rant-Titel, worüber ranten wir, einem Rant-Text, was ranten wir, unser gesamter Text, yada yada yada, und einem Datum, wann haben wir den Rant erstellt. Das brauchen wir halt nachher zum Sortieren. Man kann sich da jetzt noch theoretisch weitere Sachen ausdenken, Liste von Tags oder Bewertungen, wie viele Likes und so weiter und so weiter. Das kann man halt beliebig aufblähen, aber wir machen das jetzt erstmal nur ganz, ganz simpel für einen einfachen Fall. So, und das Zweite, was wir dann brauchen, ist ein User, der sich halt einloggen kann, weil wir haben gesagt, wir wollen auch eine gewisse Authentifikation da drin haben, dass nicht einfach jeder alles kann, dann ist jeder Admin, wir haben Anarchie und dann posten irgendwelche Leute irgendwelchen Unfug auf unserer Seite und wir sind dann nachher dafür haftbar, weil es über unseren Server abgerufen werden kann und so weiter und so weiter. Ist alles extrem kritisch, wenn man das keinen Leuten zuordnen kann. Der Vorteil bei dem User, wir werden nachher ein
sogenanntes Scaffolding benutzen. Da gehe ich dann drauf ein, wenn es soweit ist. Allerdings, dieses Scaffolding, was Yesod macht, stellt automatisch schon so einen User-Datentyp zur Verfügung, über den man sich dann nachher relativ einfach authentifizieren kann. So, diese beiden Sachen reichen als Datenstrukturen für unsere Demo-Applikation schon aus. Weil was wollen wir machen? Wir haben, wollen im Prinzip eine Webseite haben, auf der ist ein Formular. In dem Formular können wir einfach in unsere Tasten reinhacken und dann auf Rant klicken. Und dann kommen wir auf eine nächste Seite, wo dann die letzten Rants ausgelesen werden und uns schön präsentiert werden. Und dann haben wir halt noch einen Login-Button, User-Verwaltung, Logout-Button, aber da kümmert sich Yesod drum und da gehen wir erst später drauf ein. So, wie ist denn jetzt eigentlich dieser gesamte Ablauf in so einem in so einer Web-Applikation? Und da kommt man ganz schnell auf sogenannte Routen. Und zu jeder Route gehört dann ein Händler. Ich werde jetzt mal erklären, was die beiden Begriffe sind. Also eine Route ist der Endpunkt einer Applikation. Zum Beispiel die Route /auth ist für die Authentifizierung verantwortlich in Yesod. Man kann die nachher auch ändern und so weiter, aber standardmäßig ist zum Beispiel /auth für die Authentifizierung verantwortlich und zum Beispiel /auth/login loggt einen User ein, /auth/logout loggt einen User aus und so weiter und so weiter. Die Routen sieht man in der URL direkt. Die stehen nämlich hinter der Domain. Und ich habe jetzt einfach mal die Beispieldomain techfakt.de genommen. Und die kann man halt in zwei Teile aufteilen. Wir haben hier vorne einmal den Teil der Domain. Und wir haben alles, was hinter diesem hinter dieser Domain-Endung steht, ist dann die Route. Und also hat diese URL, http://techfakt.de/webmail, die Route Webmail. Und Routen sind also quasi Adressen, die ein User valide aufrufen kann. Und wenn dahinter keine Seite steht, dann kriegt der User einen 404. Diesen 404 Page Not Found oder File Not Found Fehler, den habt ihr garantiert im Internet schon mal gesehen. Das ist, wenn ich irgendwas eingebe, was einfach nicht da ist oder ich habe mich vertippt oder. Und wir definieren einfach Routen, die gültig sind. Zum Beispiel wir können zum Beispiel machen /rant/5 zeigt uns den Rant mit der ID 5 an. /rant zeigt uns die letzten 50 Rants an und so weiter und so weiter. Wir können halt Routen einzeln definieren und jede dieser Routen macht dann, also stellt dann eine andere Seite dar. Jede Route in Yesod unterstützt generell erstmal zwei Modi. Also man kann das dann auch noch modifizieren, man kann auch nur einen nehmen oder noch mehr als hier aufgelistet sind. Im HTTP-Standard gibt's dann noch ein paar andere, zum Beispiel File-Upload und so weiter und so weiter. Mit dem befassen wir uns nicht, wir nehmen erstmal nur den Basisfall und der Basisfall ist, wir haben zwei Modi, nämlich den Modus Get und den Modus Post. Get ist das, wenn ihr in eurem Browser eine URL eintippt, drückt auf Enter, dann sendet ihr automatisch einen Get-Request ab. Also ihr wollt die Seite getten, also holen. Wenn ihr irgendwo ein Formular ausfüllt, also ihr tippt in eure Website irgendwas ein und drückt dann auf Senden, dann wird in der Regel ein Post-Request ausgeführt. Das heißt, ein Post schickt dem Server Daten und man bekommt dann eine Seite zurück, wo das Formular verarbeitet wurde. Und wenn man nur get macht, dann schickt man keine Daten, dann sagt man einfach nur, gib mir die Seite. Und das ist eigentlich der Unterschied. Und da haben wir dann auch schon gleich einen großen Unterschied. Get sind im Prinzip einfach nur Lesezugriffe auf die Seite und Post sind Schreibzugriffe auf die Seite. Das macht später in unserer Authentifizierung nochmal einen Unterschied, weil wir wollen zum Beispiel, dass ein User, der nicht angemeldet ist, Daten von einer Seite getten kann, aber zum Beispiel nicht Daten zu einer Seite posten kann. So. Und jetzt haben wir ein bisschen über Routen gesprochen und wie ich oben schon gesagt habe, zu jeder Route gehört ein Händler. Und ein Händler ist nichts anderes als eine Funktion innerhalb unserer Applikation. Also wenn zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel von eben, wenn die Route /webmail aufgerufen wird, wird die Funktion aufgerufen in unserer Applikation, die zum Beispiel das Login-Fenster für die Webmail-Applikation an den User schickt.
Also haben wir für jeden Händler, für jede Route haben wir somit mehrere Händler. Im Standardfall Get und Post haben wir zwei Händler, nämlich einmal Get Route R und Post Route R. Das R ist Standard in Yesod. Wenn wir haben die Route, alle Routen in Yesod enden auf einem großen R. Das ist, um die Typen auseinanderzukriegen. Das ist einfach Konvention. Und immer wenn irgendwas mit einem großen R aufhört, ist das eine Route. Und man macht einfach zuerst den Typen, also zum Beispiel in diesem Fall Get oder Post, und dahinter dann den Namen der Route und dann das R, um zu kennzeichnen, dass es eine Route ist. Zum Beispiel die Route, die wir zum Beispiel später Rand nennen, wird man dann erreichen unter Get Rand R und Post Rand R. Oder die Home-Seite, die aufgerufen wird, wenn man zum Beispiel Slash angibt, also wenn man keine Route angibt, dann wird standardmäßig die Home-Route genommen und die ist dann zum Beispiel zu erreichen unter Get Home R. Aber keine Angst, wenn das jetzt im Moment noch sehr verwirrend wird, das wird nachher, wenn wir das praktisch machen, viel, viel deutlicher. So, jetzt stellen wir uns die Frage, die nächste Frage, die wir uns stellen, ist, wir haben ja die Datentypen jetzt definiert. Jetzt überlegen wir uns, welche Routen brauchen wir für die Applikation? Wie interagieren wir mit unseren Daten? Und da kommen wir darauf, wir brauchen einmal eine Home-Route, und zwar muss die Get unterstützen, wo uns und die Aufgabe dieser Route ist, wir wollen uns die letzten Posts anzeigen. Zum Beispiel zeigt mir die letzten 50 Posts an, die letzten 100 Posts und so weiter und so weiter. Das ist die Home-Route. Das nächste ist die Rand-Route mit Get. Das ist zum Anzeigen des Formulars, in das wir unsere Sachen eintippen. Und dann haben wir die Rand-Route mit Post, wo der eingetippte Rand in der Datenbank gespeichert wird. Und der User wird dann nachher irgendwie wieder weitergeleitet zur Home-Route und so weiter, um die Ausgabe zu generieren. Dann haben wir noch die Route delrand slash Router-ID zum Get, mit, als Get. Dieses Router-ID steht für einen Parameter. Also das ist dann irgendeine ID, die zum Beispiel unseren Rand kennzeichnet. Weil wir müssen ja irgendwie übergeben, welchen Rand wir löschen wollen. Und wenn wir machen delrand 5, löschen wir den Rand mit der ID 5. Und dann machen wir einmal Get, um für eine Anzeige, wollen Sie das wirklich löschen? Ja, nein, also im Prinzip okay oder zurück. Und dann haben wir natürlich auch eine Post-Route mit denselben Attributen, die dann den Rand löscht und den User wieder irgendwie auf die Startseite weiterleitet. Und dann haben wir die Auth-Route, die von Yesod gestellt wird, die unterstützt Get und Post und hat noch ein paar andere fancy Sachen dabei. Aber wie gesagt, die wird von Yesod aus automatisch gestellt, um die brauchen wir uns eigentlich nicht zu kümmern. Die ist einfach da. So. Das war jetzt erstmal das Projekt und was wir so brauchen. Jetzt fängt der praktische Teil an mit Yesod und im Folgenden nehmen wir halt an, dass Yesod bereits komplett richtig installiert ist. Also wie das installiert ist, da werde ich glaube ich noch ein separates Video zu machen, wie man das zum Beispiel unter Ubuntu sich selber installiert. Ansonsten, ihr könnt zu uns in die Tutorien kommen. Wir helfen euch dabei, das zu installieren. Im GZI habe ich jetzt den GRC in der aktuellen Version kompiliert. Da funktioniert Yesod jetzt auch. Und das heißt, ihr könnt halt im GZI arbeiten, ihr könnt auch nur mit eurem Laptop arbeiten. Ich werde noch mal ein Video machen, wie man das Ganze mit GHC 7.10 vernünftig aufsetzt, weil das Tutorial auf der Yesod-Seite selber ist nur für GHC 7.8. Man muss da ein, zwei Kleinigkeiten ändern und dann funktioniert das auch unter GHC 7.10 und dann kann man auch die aktuellen Versionen der Library nutzen. So, wie ich eben schon mal bereits gesagt hatte, bietet Yesod so ein sogenanntes Scaffolding an. Dieses Scaffolding sorgt dafür, dass man erstmal irgendwie ans Starten kommt. Es generiert einem ganz viele Verzeichnisse, ganz viele Dateien und im Prinzip eine generische Hello World App. Das ist dann so eine schöne Seite mit überall Beispielcode. Zum Beispiel, so gibst du HTML aus, so fügst du JavaScript ein, so machst du, fügt man CSS hinzu, so machst du ein Formular und so weiter und so weiter. Für jeden
Anwendungsfall, den man irgendwie so klassischerweise standardmäßig braucht, gibt es da ein Minimalsbeispiel auf dieser Startseite. Und was wir dazu machen müssen, ist, wir müssen den Befehl yes.init ausführen. Der stellt uns dann 2, 3 Fragen, wie heißt unser Projekt, was für eine Datenbank wollen wir nutzen und so weiter und so weiter. Die Fragen beantworten wir alle und danach wird das Projekt erstellt. Und man geht dann halt in das Verzeichnis, was er erstellt hat. Und was man dann noch machen muss, ist, man muss sich eine Kabal-Sandbox initialisieren, man muss die Dependencies installieren für die Applikation und dann starten wir hier unten mit yes.devil den Development-Server. Was das tut, ist, yes.devil ist ein sehr intelligentes Tool, was in der gesamten Applikation guckt, ob ihr gerade eine Datei gespeichert habt. Wenn ihr eine Datei gespeichert habt, merkt der das, merkt, oh, es hat sich was geändert und er kompiliert das automatisch neu und ihr kriegt dann in der Konsole, wo yes.devil läuft, entweder die Fehlermeldung, du hast den Typfehler, sonst irgendwas, und dann kann man in einem zweiten Fenster gerade den Fehler beheben und speichern und dann merkt yes.devil automatisch wieder, oh, die Datei hat sich geändert, kompiliert das wieder neu und dann ist der Fehler weg und er startet dann auch automatisch den Server neu und bietet einem in der Zwischenzeit lustige Meldungen mit ja, die Applikation ist noch nicht bereit, ich drücke mal für dich so lange F5, bis die bereit ist. Und das heißt im Prinzip, man schreibt seinen Code, drückt speichern, guckt in die Konsole, wartet gerade 3-4 Sekunden und kann dann direkt testen. Also man hat nicht irgendwelche langen Bildzyklen, weil Yesod dann immer nur die Teile nachbaut, die man halt gerade geändert hat. Und die Änderungen sind halt nicht groß, wenn man das regelmäßig macht. Der Development-Server, der dann gestartet wird, der ist standardmäßig unter dieser URL zu erreichen. Das ist localhost 3000. Es gibt dann noch den zweiten Port unter 3433. Das ist der HTTPS-Port, weil Yesod hat alles inklusive. Das heißt, ihr habt nicht nur eine HTTP-Seite, wo ihr unverschlüsselt kommunizieren könnt, sondern Yesod generiert auch automatisch ein Server-Zertifikat. Das ist zwar dann nicht zertifiziert und ihr kriegt eine Warnung, dass das nicht zertifiziert ist und so weiter, wenn ihr auf die Seite geht. Aber ihr könnt das schon mal über HTTPS nutzen und somit auch direkt verschlüsselt auf eure Seite zugreifen, wenn euch das zum Beispiel lieber ist. Dafür, das ist alles schon komplett drin und da brauche ich jetzt nicht irgendwas extra machen und ich muss meine Applikation umschreiben oder ich muss sagen, wenn du HTTPS hast, musst du das so machen und wenn du HTTP hast, musst du das irgendwie anders machen oder irgendwas. Brauche ich mich alles nicht drum kümmern, kümmert sich das Framework drum. So, das machen wir jetzt erstmal. Kommen wir zur ersten Demo. Ich habe hier eine leere Konsole. Was ich erstmal mache, ist yesod init. Ich sollte die Konsole, glaube ich, für den Beamer etwas größer machen. Ich mache jetzt yesod init. Dann sagt er mir, willkommen zum Scaffolder. Was für ein Projekt darf ich für dich machen? Da sage ich, ich hätte gerne mein Runter. Okay, yesod benutzt halt persistent für die Datenbank. Das heißt, persistent ist die Bibliothek, die benutzt wird, wenn um die Daten zu speichern, weil wenn ihr eure Applikation beendet, also wenn ihr den Server beendet und den Server neu startet, wollt ihr nicht, dass eure gesamte User-Datenbank wieder gelöscht ist, sondern ihr wollt die irgendwo auf der Platte haben. Wir haben hier ein paar Sachen zur Auswahl, dass ich werde die einmal kurz erklären. Erstmal haben wir als Standardfall SQLite. SQLite hat den Vorteil, es ist im Prinzip eine Datei, die in dem Verzeichnis liegt. Hat allerdings auch den Nachteil, es ist eine Datei, die in dem Verzeichnis liegt. Das heißt, das ist nicht groß optimiert und SQLite ist in der Regel relativ langsam, reicht aber für Applikationen mit bis zu 100 Usern und bis zu 10.000 Zugriffen die Stunde oder so locker aus. Also für ein kleines Blog oder so ist SQLite vollkommen geeignet. Der Vorteil von SQLite ist, ich kopiere die Datenbank auf den Server, es ist einfach nur diese eine Datei und wenn ich die Datenbank kopiert habe, habe ich ein Backup und so weiter und so weiter.
PostgreSQL ist ein kompletter Datenbank-Server, also ein komplett eigenes Programm, was ich installieren muss, was ich konfigurieren muss. In diesem PostgreSQL-Server muss ich dann auch wieder einen eigenen User erstellen, mit dem ich die Datenbank nutze und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist alles etwas komplizierter, hat allerdings auch viel mehr Performance. Wenn ich jetzt in die Nähe komme von 100, 200 Zugriffen pro Sekunde, weil ich irgendwie ein super erfolgreiches Blog habe mit 10 Millionen Views im Monat und so weiter und so weiter, dann würde ich gerne eine Datenbank wie Postgres nutzen oder alternativ MongoDB. MongoDB ist keine SQL-Datenbank, sondern eine dokumentenorientierte Datenbank. Die speichert die Daten einfach anders. Das hat auch wieder andere Vorteile, andere Nachteile. Ich glaube, MongoDB skaliert gut, weil wenn Postgres läuft halt nur auf einem Server und wenn der Server ausgelastet ist, habe ich ein Problem. Bei MongoDB kann ich, wenn statt einem Server, kann ich einfach Server dazustellen und die Datenbank kümmert sich schon darum, dass das alles irgendwie vernünftig läuft. MySQL werden auch sehr viele kennen, gerade im PHP-Umfeld sehr beliebt. Ist im Prinzip Postgres in schlecht, sowohl von der Performance als auch vom Standard her. Der Vorteil ist, ich kriege es quasi bei jedem Webspace, den ich irgendwie miete, hinterhergeschmissen. Deswegen, es ist halt weit verbreitet. Simple ist, ich benutze keine Datenbank. Gut, dann mache ich die Applikation zu und alle Daten sind weg. Beziehungsweise ich kann halt keine Daten, speichern. Mini ist halt nur für Proof of Concept Sachen und URL ist irgendwelcher Advanced Stuff, wenn ich noch eine andere Site habe, mit der ich interagieren möchte und so weiter und so weiter. Für unsere Zwecke wollen wir einfach SQLite nehmen und dann sind wir glücklich. Und jetzt kriegen wir hier schöne lustige Meldungen und wir sehen hier, Yesod arbeitet fröhlich und die Foundation wurde gebildet und so weiter und so weiter. Und wir gehen jetzt einfach mal, wir können jetzt entweder einfach den Befehl hier ausführen. Das generiert uns allerdings keine Kabal-Sandbox und so weiter und so weiter. Wir wollen das selber machen. Dazu gehen wir in unser Verzeichnis, machen Kabal-Sandbox init. Das initialisiert uns eine Sandbox und machen Kabal install only dependencies und starten, wenn das durchgelaufen ist, den Server. Dieser ganze Vorgang dauert jetzt relativ lange. Also Yesod ist ein recht großes Framework und der wird jetzt ziemlich lange installieren. Deswegen verschiebe ich das Anzeigen der Startseite auf später. Und werde jetzt erstmal wieder ein bisschen weiter in den Folien zu Yesod erklären. So. Wie so eine Yesod-Applikation aufgebaut ist. Yesod folgt einem Model-View-Controller-Prinzip. Das wird vielen von euch, die schon im etwas höheren Semester sind, was sagen. Weil das kriegt man normalerweise im dritten Semester in TDPE 1 beigebracht. Hin und wieder auch schon mal im zweiten Semester in OPJ, aber dann erst gegen Ende des Semesters. Ich habe gehört, unsere Zweitsemester haben das zum Beispiel, kennen das noch nicht. Ihr braucht euch davon nicht groß verwirren lassen. Das ist einfach nur, ich teile die Applikation in drei Teile auf und die drei Teile nenne ich Model, View und Controller. Und deswegen heißt es Model, View, Controller Prinzip oder kurz MVC. Und was sind die drei Teile? Nun, im Fall von Yesod ist die Datenbank das Model. Das Model ist nämlich klassischerweise der Ort, wo alle Informationen gespeichert werden. Das heißt, alle Informationen sind in der Datenbank und ich modelliere halt, ich habe halt meine Datenstrukturen. Ich habe zum Beispiel die Datenstruktur Rand, die wir uns eben überlegt haben und sage, die möchte ich jetzt 1:1 in der Datenbank haben. Für jeden Rand, den ich habe, möchte ich einen Eintrag in der Datenbank haben. Und um halt in dem MVC-Sprech zu bleiben, nennt man das halt das Model. Die View ist generell im MVC immer das, was dem Benutzer angezeigt wird.
Und da wir eine Web-Applikation haben, ist die View einfach die HTML-Ausgabe, sprich, was der Benutzer im Browser sieht. Und was noch bleibt, ist der Controller. Und der Controller ist unsere eigentliche Web-App, die wir schreiben. Und die Web-App ist eben dafür verantwortlich. Sie kümmert sich darum, dass sie Anfragen entgegennimmt. Also der Web-App wird Bescheid gesagt, hey, hier auf der Startseite ist gerade ein Zugriff, gib mir mal was. Und sie nimmt halt die Anfragen entgegen. Und unter Zuhilfenahme des Models, also unter Zuhilfenahme der Datenbank, generiert sie eine Ausgabe in der View, also generiert sie HTML. Und das heißt, was die App macht, was der Controller eigentlich macht, ist, hey, ich soll hier die Startseite ausgeben. Okay, ich muss die letzten 50 Rands aus der Datenbank holen. Und dann muss ich die irgendwie in HTML packen und dann schicke ich das HTML raus. Und da wir in Haskell-Land sind, sind die Bereiche strikt getrennt. Und wie trennt man die Bereiche? Na, man nimmt für jeden Bereich eine eigene Monade. Was auch sonst. Und das generelle Vorgehen in dieser, wie die Monaden jetzt miteinander arbeiten, ist, da gehen wir jetzt einfach mal einen typischen Händler durch. Und typischerweise nimmt der Händler einen Request und gibt dann das Ergebnis in der View-Monade zurück. Und wir starten halt in der App-Monade, wo wir den Request kriegen. Und wir haben in der App-Monade folgende Optionen. Wir können über RunDB in die Datenbankmonade wechseln und Datenbankaktionen ausführen. Die liefern dann halt über Return liefern die wieder einen Wert in die App-Monade zurück und wir können dann damit weiterarbeiten. Wir können mittels Lift.io irgendwelche Aktionen ausführen, zum Beispiel klassischerweise Raketen abfeuern oder zum Beispiel eine Mail rausschicken oder im IRC irgendwie Bescheid sagen oder in irgendeinem Chat irgendwem Bescheid sagen oder einen Klingelstreich spielen oder was auch immer. Wir können halt mittels Lift.io irgendwas machen. Und am Ende, wenn wir halt unsere Aktionen durchgeführt haben, wechseln wir bei einem Layouting-Mechanismus, wie zum Beispiel Default Layout, was so ein Standard-Layout erzeugt, in die View-Monade und die generiert uns dann die Ausgabe. Und wir können halt die Variablen, die wir uns vorher alle schon geholt haben, in der View-Monade einfach weiterverwenden. Zum Beispiel, wir können über RunDB einen Rand auslesen und über Default-Layout dann diesen Eintrag irgendwie rendern. Wie das Rendern geht, wie wir so ein Rand in HTML umwandeln, da kommen wir dann später zu. Oder, was eine alternative Option ist, wir rufen einfach einen anderen Händler aus und der andere Händler ist natürlich dann auch wieder in der App-Monade und der macht dann die drei Schritte. Das heißt, so können wir zum Beispiel sagen, wenn wir irgendein Formular entgegennehmen, dann können wir die Formulardaten reinschreiben und dann sagen, okay, jetzt rufen wir aber einen komplett anderen Händler auf und dann kriegt er eine andere Seite angezeigt. So, wie kriegen wir denn jetzt aber, wir haben jetzt über Routen gesprochen, wir haben über unsere Datenstrukturen gesprochen, aber wie kriegen wir denn das jetzt in die Datenbank rein? Und dazu gibt es die Datei config models und die müssen wir editieren. Das ist ein Pseudocode, der wird anders ausgewertet, weil der viele verschiedene Dinge macht und das ist so ein bisschen Magie, aber es ist sehr, sehr einfach zu lesen. Zum Beispiel unser Scaffolding, was wir haben, habe ich ja eben schon gesagt, generiert uns zum Beispiel sowas wie Authentifizierung. Das heißt, da steht schon was drin. Zum Beispiel der User, normal klassischerweise steht da drin einmal User und einmal E-Mail, um halt User- und E-Mail-Sachen in der Datenbank zu speichern. Und wir fügen jetzt ein Rand hinzu. Wir sagen, unser Datentyp heißt Rand, den schreiben wir vorne hin. Und dann rücken wir die ganzen Felder ein. Wir sagen, wir wollen ein Feld Titel haben vom Typen Text. Wir wollen ein Feld Inhalt haben vom Typen Text und wir wollen ein Feld erstellt haben vom Typen UTC-Time, was einfach nur ein Zeitstempel ist. Und als Standardwert soll der halt immer jetzt machen. Wenn kein Standardwert angegeben wird, soll der einfach jetzt nehmen. Und indem wir einfach nur diesen ganzen Block in unsere Datei config models einfügen und dann auf Speichern drücken, erkennt der Development Server die Änderungen,
kompiliert alles neu, kompiliert die gesamte Applikation neu, startet die Applikation neu und nach dem Neustart der Applikation merkt die Applikation, oh, die Datenbank sieht so aus, aber die Datenbank soll so aussehen. Vergleicht das und kommt dann darauf, der hat da nur was hinzugefügt und passt die Datenbank automatisch an. Das heißt, fügt automatisch in der Datenbank eine neue Tabelle ein mit den passenden Datentypen und so weiter und so weiter. Das heißt, das war komplett alles. Wir müssen uns nicht mehr mit SQL rumschlagen, wir müssen uns nicht mehr irgendwie gucken, dass wir sagen, wir haben halt irgendwie die Datenbank, die hat eine gewisse Struktur, wir haben unsere Datenstrukturen, die haben eine gewisse Struktur und wir müssen immer gucken, dass sie synchron sind und wenn wir in dem einen was hinzufügen, müssen wir das in dem anderen ändern und wenn wir zum Beispiel unseren Server updaten, dann ändert sich zum Beispiel unsere interne Datenstruktur, aber die Datenbank hat sich noch nicht geändert, das heißt, wir müssen noch eine Migration auf der Datenbank fahren, die die Datenbank ändert und so weiter und so weiter. Diese ganzen Probleme haben wir mit YesDot alle nicht, weil das wird über dieses Format komplett generiert. Das hier generiert sogar noch, das hier macht nicht nur passt nicht nur die Datenbank an, sondern aus diesem Text wird zusätzlich noch diese Haskell Datenstruktur generiert. Und wir sehen hier, das Rand wird hier genannt, das heißt Data Rand mit dem Konstruktor Rand und den Records, wir haben hier Titel, das ist dann Rand-Titel. So können wir, zum Beispiel, wenn wir haben Rand-Titel und wir haben einen User, der hat einen Titel, dann wird das, wenn wir Record-Notation nutzen, hätten wir zwei Einträge mit Titel. Das würde von den Typen her schief gehen. Die Funktionen werden doppelt definiert. Deswegen wird immer der Name vorangestellt. Und zwar so. Und so wird dann aus Titel wird Rand-Titel. Aus Inhalt wird Rand-Inhalt. Aus erstellt wird Rand erstellt. Die Datentypen von Rand-Titel, der kriegt dann den Datentypen Rand-Titel. Und der Inhalt kriegt den Datentypen Rand-Inhalt. Und erstellt kriegt den Datentypen Rand erstellt. Und diese werden automatisch in eure Applikation importiert und stehen überall komplett zur Verfügung. So, und jetzt fragt ihr mich garantiert zu Recht, was ist denn hier eigentlich dieses Rand-Titel und so weiter und so weiter. Dieses Rand-Titel, Rand-Inhalt sind nur Aliase für Text und Rand erstellt ist nur ein Alias für UTC-Time. Das heißt, wir haben hier den Text, das ist einfach nur ein Alias. Das heißt, das hier ist dasselbe wie Text. Und der Unterschied ist allerdings, wenn ihr jetzt versucht, wenn ihr das zum Beispiel aus der Datenbank rausholt, dann habt ihr einen Inhalt vom Typen Rand-Inhalt. Wenn ihr das jetzt aber in die Datenbank zurückschreiben wollt, als Titel, kriegt ihr einen Typfehler, dass er sagt, du versuchst hier gerade einen Inhalt als Titel zu setzen. Lass das. Das gehört sich nicht. Ich meine, wenn man das machen möchte, muss man sagen, tu das. Also da muss man das dann explizit konvertieren. Aber standardmäßig sorgt er dafür, dass man die nicht durcheinander mischen kann. Die Sachen sind normalerweise. Häufig kann man IDs verwechseln. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, wir haben einen User und der hat eine User-ID. Was ist eine User-ID? Ja, das ist der Int, der wievielte in unserer Datenbank das ist. Dann haben wir Rands. Die Rands haben eine Rand-ID. Das ist auch nur ein Int. Das ist der wievielte Rand, das in unserer Datenbank ist. Und jetzt sind das beides, wenn das jetzt beides nur Int sind, dann kann ich ja eine User-ID mit einer Rand-ID vertauschen. Weil ich irgendwie in der URL will ich zum Beispiel jetzt ein konstruiertes Beispiel, ich habe die Route user/5/7 und die 5 ist für den User, die 7 ist für den Rand oder umgekehrt. Und da wir das in den Routen explizit festlegen, in den Routen können wir nämlich sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel haben eine Route /Rand/Rand-Titel. Wenn wir das jetzt haben wollen, dann sorgt YesDot automatisch dafür, dass wir hier nur Rand-Titel übergeben können. Das heißt, wir können da nie einen Inhalt aus Versehen reinpacken.
Oder um bei den IDs zu bleiben, wir können eine User-ID nicht mit einer Rant-ID verwechseln, weil die einfach verschiedene Typen haben. Außer wir zwingen ihn. Und wenn wir ihn zwingen, das können wir immer, aber dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn es kaputt geht. So. So viel zu Model. Kommen wir zur View. Die View, hatte ich gesagt, ist im Prinzip einfach nur HTML-Ausgabe. Und da wir HTML anzeigen wollen, müssen wir halt auch eine Möglichkeit haben, das HTML zu generieren. Und Yesod generiert HTML über sogenannte Widgets. Ein Widget besteht aus vielen Sachen. Man kann halt verschiedenste Dinge in Widgets stecken, zum Beispiel HTML, CSS, JavaScript und noch ein paar andere. Und Yesod kümmert sich dann darum, dass die an die richtige Position in der Seite kommen. Zum Beispiel, wenn wir HTML haben, wollen wir das HTML an der Stelle des Widgets haben. Wenn wir aber CSS in dem Widget haben, dann wollen wir das CSS aber bitteschön in den Head der Seite packen. Wenn wir JavaScript in dem Widget haben, soll das am Ende der Seite auftauchen. Und Yesod kümmert sich automatisch darum, dass die richtigen Sachen an der richtigen Stelle stehen. Wenn man halt die standardmäßigen Widgets nimmt. Man kann sich dann auch später selber Widgets schreiben, man kann Widgets kombinieren, also man kann sagen, ich baue mir schöne kleine Widgets, zum Beispiel ein Widget, was irgendwie eine Vorschau anzeigt, und dann kann ich die Vorschau kombinieren in ein Widget, was fünf Vorschauen anzeigt, und so weiter und so weiter. Kann das dann verschieden stylen, also ich kann es mir wieder in ganz, ganz kleine Probleme kaputt brechen, und dann kann ich die wieder nach und nach zusammenstecken. Wie immer in Haskell, lösend durch Zusammenstecken. Erklär mal, was CSS ist. Also CSS und JavaScript, das sind halt Websprachen. CSS ist hauptsächlich, das nennt sich Cascading Style Sheets, das ist zum Stylen. Zum Beispiel, wenn du einen Hintergrund festlegen willst, wenn du eine Textfarbe festlegen willst, wenn du Abstände festlegen willst, das machst du über CSS. HTML ist rein nur für den Text und für das Layout mit, hier ist eine Überschrift, hier ist ein Absatz, hier ist ein Zeilenumbruch, mehr kann HTML nicht. Und mit CSS kannst du das halt vernünftig stylen. Und in unserem Beispiel, was wir jetzt hier machen, begnügen wir uns damit, einfach simples HTML zu schreiben. Und die wichtigste Funktion, die wir hierbei benutzen, ist der Quasi-Quoter Hamlet. Und der wandelt Pseudo-HTML in richtiges HTML um, mit dem Yesod umgehen kann. Ihr fragt euch jetzt, was ist ein Quasi-Quoter? Das erkläre ich euch in einem Beispiel auf der nächsten Seite. Ein Quasi-Quoter leiten wir ein mit einer eckigen Klammer, dann die Bezeichnung, welchen Quasi-Quoter wir nehmen, es gibt da mehrere, dann ein Pipe, dann kommt der gesamte Inhalt und dann hören wir auf mit einer Pipe und einer Klammer zu. Und was dieser Quasi-Quoter jetzt macht, ist, er nimmt den Inhalt und wandelt ihn um nach bestimmten Regeln. Das ist quasi eine eigene Programmiersprache innerhalb der Programmiersprache. Und die Hamlet-Syntax ist jetzt automatisch dafür gedacht, aus diesem Pseudo-HTML, weil wenn ihr HTML könnt, ich denke, einige von euch können das, kann man aus diesem Pseudo-HTML gültiges HTML machen. Zum Beispiel, wir öffnen hier einen P-Tag, schließen ihn hier aber nicht. Und das macht Hamlet implizit, indem es sagt, alles, was hier weiter eingerückt ist, gehört in den Tag und schließen mache ich automatisch. Und das generiert uns dann diesen Code. Das H1 sehen wir. Hier sehen wir, das H1 wurde nur geöffnet. Hier unten sehen wir, das H1 wurde dann auch wieder geschlossen, weil das nächste auf derselben Ebene ist. Dann geht ein P-Tag auf und der wird natürlich auch wieder geschlossen. Hätten wir den P-Tag jetzt hier weiter eingerückt, dann würde dieses H1 nach hier unten wandern. Und so generiert man sich HTML. Und aus diesem Hamlet kommt dann gleich HTML vom Typ HTML. Und Hamlet kümmert sich also darum, dass alle Tags sauber geschlossen sind. Das macht man dann durch die Einrückungstiefe. Da man die Tags nicht schließen muss, schrumpft der Code auch massiv zusammen. Es ist nicht ganz so unübersichtlich wie HTML. Ich meine, wer schon mal längere HTML-Sachen geschrieben hat, da scrollt man ganz schön schnell lange Texte durch. Man kann sie optional natürlich auch manuell schließen, besonders wenn man das halt in einer Zeile haben möchte.
Und man kann auch mit Variablen arbeiten, da kommen wir dann gleich zu. Oder besser gesagt jetzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Funktion haben, let greet Name, die nimmt hier einen Parameter. Und der Parameter hat natürlich den Typ Text. Und wenn wir dann Hamlet nehmen, dann können wir einfach sagen hi und dann mit diesem Konstruktor, wir machen das mit einer Raute, fügen wir Variablen ein, dann machen wir geschweifte Klammern auf, den Variablennamen, geschweifte Klammern zu. Wir können in diesen geschweiften Klammern auch beliebige Funktionen aufrufen. Wir können da auch machen show 5 plus 7 oder irgendwas anderes. Das heißt, wir können da direkt auch, zum Beispiel, wenn unser User eine Show-Instanz hat, was er standardmäßig hat, die deriven alle Show, dann können wir direkt machen hi Raute, geschweifte Klammern, User. Und dann wird hier User direkt angezeigt. Natürlich mit all seinen Daten. Was wir im Endeffekt haben wollen, ist vielleicht dann nur der Username oder sowas. Das nächste, was wir hier haben, ist dann einen Link. Einen Link macht man in HTML mit A. Und als Ziel des Links geben wir mit @ eingeleitet eine Route an. Und die Route, wir sehen, die endet auf R, ist zum Beispiel auf R, die uns zum Einloggen bringt. Also das ist die Route, die uns einloggen lässt. Und das generiert dann für zum Beispiel, wenn wir die Funktion greet Stefan ausführen, sehen wir, dass Stefan hier ersetzt wurde und dass das auf R durch die richtige URL ersetzt wurde und wir uns um nichts weiter kümmern müssen. Und der Vorteil ist, wir können keine Links mehr falsch setzen, weil die Links generieren wir über diese @-Syntax. Und da wir das über diese Syntax generieren, kann der Compiler prüfen, ob der Link gültig ist, ob das eine gültige Route ist. Das heißt, wir haben keine toten Links mehr in unserem Projekt. Wir haben alle Links kriegen die richtigen Typen, weil wenn zum Beispiel, wenn wir die Route delrand haben, also wir wollten ja einen Rand löschen und da hatten wir die Route delrand slash mit der ID. Und wenn wir die dann aufrufen wollen, ist das einfach @ delrand r, also besser gesagt von vorne @ geschweifte Klammer auf, delrand r, dann etwas vom Typen rand ID und dann geschweifte Klammer zu. Wenn wir da versuchen, eine User ID einzufügen, funktioniert die Seite nicht, dann kriegen wir einen Typfehler, weil er sagt, du brauchst hier eine rand ID, um die URL zu generieren, du hast mir aber eine User-ID gegeben. Das kann schief gehen. Und diese werden halt durch den Compiler geprüft und wir haben garantiert keinen toten Link und keine kaputten Sachen in unserer Seite. Und das Weitere, dieser Escape hier oben, wenn das hier vom Typen Text ist, dann sorgt Hamlet automatisch dafür, dass Sonderzeichen wie Text, die auf und zu gehen, oder JavaScript, oder, irgendwelche bösen Sachen, die werden automatisch escaped. Das heißt, Cross-Site-Scripting oder sowas, wem das was sagt, das ist nicht möglich. Also es kann kein dritter bösen Code in unsere Seite eingeben. Das Einzige, was mit bösem Code passiert ist, er wird angezeigt. Ja toll, aber er wird nicht ausgeführt. Wenn das Name vom Typen HTML ist, dann wird das einfach 1:1 reinkopiert. Dann wird das durchgewunken. Es gibt natürlich auch eine Funktion, die sagen kann, ja, stell mir den Text trotzdem dar, ich weiß, was ich tue, und so weiter und so weiter. Aber dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn es nachher explodiert. So, jetzt schreiben wir einmal einen kompletten Handler, zum Beispiel für unsere Home-Seite. Wir haben die Route Home-R. Ja, das ist falsch, es müsste eigentlich get Home-R sein. Das werde ich gleich auch nochmal in einer Live-Demo zeigen und umschreiben. Ist halt, hat den Typen Händler, HTML. Das heißt, der Händler sagt, wir sind halt in unserer View-Monade und wir generieren gültiges HTML. Und was wir machen ist, wir holen nichts aus der Datenbank, wir machen in unserer App-Monade gar nichts, wir gehen direkt mit Default-Layout in unsere View-Monade und geben H1 Hello World aus. Und das W-Hamlet ist hier einfach kurz für To-Widget, Hamlet, sonst was. Man spart sich damit einfach diesen To-Widget-Funktionsaufruf, weil man ansonsten schreibt man ständig immer To-Widget, Hamlet und die Kurzform dafür ist W-Hamlet.
To-Widget, kurz nochmal, packt das einfach in ein Widget ein, was von Default-Layout gerendert werden kann. So, ich habe eine Demo versprochen. Das heißt, wir machen jetzt die Demo. Und gucken jetzt, genau, unser YesOd hat sich komplett installiert. Der Development-Server wurde gestartet. Den beenden wir mit Enter. Er gibt uns hier nochmal den Link, den wir aufrufen können, und die HTTPS-Seite, die wir aufrufen können. Hat gesehen, ich habe das noch gar nicht kompiliert. Hat alles kompiliert. Es hat wunderbar funktioniert. Er startet den Development-Server, er startet die Applikation. Und dann sieht er in der Applikation, oh, die Datenbank ist ganz leer. Was kein Wunder ist, da unsere Datenbank halt gerade frisch erstellt wurde. Und er fängt an und erstellt schon eine Tabelle User, erstellt eine Tabelle E-Mail. Das gehört alles mit zum Scaffolding. Wie die Datenstrukturen aussehen, das schauen wir uns gleich an. Und er wartet jetzt hier einfach auf eine Eingabe. Und wir können jetzt mal hier in unseren Browser gehen und einfach 5 drücken. Und wir sehen unsere Welcome to YesOd Seite und sehen hier ganz viele lustige Sachen. Und das ist einfach die Hello World Seite. Und wir sehen hier in der Konsole, okay, es hat ein User die Route slash angefragt. Da haben wir ein 200 zurückgeschickt. Das heißt, alles okay. Er hat seinen Code gekriegt. Dann hat er noch das Stylesheet angefragt. Dann hat er noch das CSS angefragt. Dann hat er noch ein JavaScript angefragt. Dann hat er noch die Glyph-Icons angefragt. Und das Fav-Icon und so weiter. Die ganzen Sachen sind zum Beispiel die Glyph-Icons sind zum Beispiel hier diese Sachen und diese Sachen. Das Bootstrap ist dafür verantwortlich, wie hier die Buttons aussehen, und das Fav-Icon ist das Icon, was oben im Browser in der Titelzeile angezeigt wird. So, was wir jetzt machen wollen, ich wechsle einfach mal in eine andere Konsole. Wir gehen in unser Renter-Verzeichnis und sehen, es sind schon eine ganze Menge Dateien vorhanden. Und was wir uns erstmal angucken, sind so ein paar Sachen, die er generiert hat. Zum Beispiel, wenn wir in Config Routes uns angucken, dann sehen wir haben eine statische Route, wo zum Beispiel JavaScript, CSS und so weiter automatisch ausgeliefert wird, wo zum Beispiel Bilder drin liegen, die wir ausliefern. Und so weiter, also Content, den wir nicht beeinflussen, der einfach immer nur geholt wird. Dann haben wir unsere Auth-Route, wo wir uns authentifizieren können, auch schon generiert. Wir haben ein Fav-Icon, wir haben eine Robots.txt, das sind alles so Standardsachen. Und wir haben, wenn wir Slash aufrufen, wird die Funktion HomeAir aufgerufen und die unterstützt Get und Post. Wo ist die Funktion? Die liegt unter Händler. Wenn wir in Händler reingucken, sehen wir einmal die Common. Das ist so das äußere Framework. Das sind zum Beispiel Sachen wie Insert Copyright Statement hier und so, was halt auf jeder Seite dargestellt wird. Und die Home HS, die den gesamten Rest der Seite quasi generiert. Und das macht ihr noch über ein paar Tricks, aber wir wollen jetzt erstmal unser Beispiel machen. Und zwar hatten wir zwei Sachen vor. Wir wollten einmal unser Model einmal um unseren Rand erweitern. Das machen wir einfach, wenn wir Config Models aufmachen. Ich hoffe, das ist lesbar. Und das ist bereits das, was YesOd uns generiert hat. Wir haben einen User, der identifiziert sich über irgendeine Ident, was Username, E-Mail, ID, sonst irgendwas sein. Der hat vielleicht ein Passwort. Der Username ist eindeutig. Also das ist einfach nur Yannick irgendwas. Heißt einfach, dass das eindeutig ist. Das heißt, wir haben keine zwei User mit demselben Usernamen in unserer Datenbank. Dann haben wir eine Tabelle, dann haben wir eine Datenstruktur E-Mail. Die besteht aus der E-Mail-Adresse. Die ist einem User zugeordnet, wo wir einfach sagen können, das ist eine User-ID. Die kommt hier aus dem User. Vielleicht. Wir haben ein Verifikations-Key. Das ist
die Idee dahinter ist, das ist die E-Mail für die E-Mail-Authentifizierung, wenn wir sie denn anschalten. Die schickt halt einen Verifikationskey raus, wo man dann auf einen Link klicken muss und dann ist man verifiziert und so weiter und so weiter. Und die E-Mail soll eindeutig sein, man soll sich nicht mit derselben Mail zweimal melden können. So, was wir jetzt machen, ist, wir fügen natürlich jetzt unseren Rant ein, machen Titel, soll ein Text sein, Inhalt soll auch ein Text sein und erstellt, also unser Erstellungsdatum ist ein UTC-Time mit dem Default-Wert Now, also mit dem Default-Wert aktuelle Zeit. Und das speichern wir jetzt. Und jetzt haben wir das einfach nur gespeichert. Und wenn wir jetzt in unsere YesOp-Applikation gehen, dann sehen wir, ich mache das mal etwas kleiner wieder, wenn wir in unsere YesOp-Applikation gehen, dann sehen wir, oh, er hat bemerkt, Config Models hat sich geändert, deswegen kompiliert das neu. Und startet dann automatisch die Applikation neu, sieht, oh, er hat die Datenbank hat sich geändert, also unser Datenmodell hat sich geändert. Er hat sofort eine Tabelle Rant hinzugefügt mit einer ID, einem Titel, einem Inhalt und einem Erstellungsdatum, mit den Defaults, die wir angegeben haben und so weiter und so weiter. Das war das eine. So wollten wir unser Datenmodell machen. Und das zweite, was wir machen wollten, war, wir wollten in unseren Händler in die Home-Route gehen. Und wir sehen hier, von YesOp ist schon eine ganze Menge gemacht. Also es gibt hier die Get-Route, es gibt hier die Post-Route und es gibt das Sample-Form. Das interessiert uns alles nicht. Für den Moment kommentiere ich das gerade mal. Ich kommentiere es nicht aus, weil ansonsten beschwert er sich, dass wir zwar Post angegeben haben, aber keinen Post-Händler haben. Die Get-Home-Route, die überschreiben wir jetzt einfach mal mit dem, was wir im Beispiel hatten. Dazu lösche ich den ganzen Krempel hier einmal raus und mache einfach nur Default-Layout, wHamlet. Und was hatten wir? Wir wollten ein H1, Hello World. Und das Hamlet schließen. Wenn wir das jetzt speichern, dann baut er unsere Applikation wieder automatisch neu. Und in der Zeit kann ich euch schon mal zeigen, was schön ist. Er sagt, die Applikation ist noch nicht gebaut. Und er versucht jetzt jede Sekunde, das Ding zu bauen. Und wir haben einen Fehler. Wir haben einen Fehler, weil in dem Model passt was nicht. Dieser Befehl, dieses Now heißt in SQLite anders. Ich hatte das vorher nur mit Postgres getestet. In Postgres ist es Now. Wir können das auch einfach weglassen. Dann muss das eben immer angegeben werden. Das ist das, was wir später sowieso machen. Das wird uns jetzt nicht stören. Wenn wir jetzt wieder auf unseren Händler gehen, dann sehen wir jetzt, es ist neu gebaut und wir haben hier erfolgreich unser Hello World. So, damit haben wir jetzt die Ausgabe, die ich hier gerade einmal beispielhaft hatte, als diese Standardroute, einfach nur eine Hello World Route, die gibt uns Hello World aus. Juhu, wir können eine Route, die wir haben, auf der können wir jetzt Ausgaben machen. So, jetzt möchten wir aber neue Routen zu unserem Händler hinzufügen, die wir dann in unserer Applikation haben wollen. Wir hatten ja eine ganze Menge definiert. Das machen wir über den Befehl YesOp at Händler und er stellt uns dann halt drei Fragen. Einmal, wie soll unsere Route heißen? Einmal, worauf soll die Route lauschen? Also das Rant generiert uns dann ein Rant-Air, also eine Route Rant-Air mit einem Get-Rant-Air und einem Post-Rant-Air. Und Get und Post müssen wir hier unten noch angeben. Und wie gesagt, es gibt da noch mehr. Wir beschränken uns nur auf Get und Post. Und
das machen wir jetzt für alle Händler, die wir haben wollen. So, was tut das jetzt für uns? Dieses yes.addHändler editiert die Datei config.roots und fügt diesen String ein. Sagt auf slash rand, wenn du auf slash rand irgendwas reinkriegst, rufe randr auf und unterstützt wird get und post. Dann in der Application HS wird unsere Route automatisch importiert. Das heißt, unsere Applikation weiß jetzt immer überall über diese Route Bescheid. Das nächste ist, in der Kabal-Datei wird das Modul als benutzt angegeben, weil jeder Händler wird als eigenes Modul gekapselt und dieses Modul wird jetzt als benutzt angegeben. Damit weiß Kabal automatisch, wenn sich die Datei geändert hat, muss ich die neu kompilieren. Und es wird eine neue Datei im Unterverzeichnis Händler erstellt. Die heißt dann rand, weil unsere Route hier oben rand heißt. Und die enthält das eigentliche Modul. Und da finden wir dann die beiden Funktionen. Die sind schon komplett vordefiniert mit ein paar Kommentaren. GetRandAir und PostRandAir. Wenn wir die allerdings aufrufen, dann erhalten wir einen 501. Das ist der Fehlercode für Internal Server Error. Das heißt, im Server ist intern irgendwas schiefgelaufen. Und die Fehlermeldung ist, ja, das Ding ist noch nicht implementiert. Haha, kein Wunder, wir haben es gerade erst erstellt. Das zeige ich jetzt erstmal, wie wir das für alle Sachen machen. Und zwar, wir hatten die yes.addHändler erstmal aufrufen. Wir hatten einmal die Route Home, die haben wir schon. Wir hatten die Route Rand, die soll auf slash rand lauschen. Und die soll Get und Post unterstützen. Das Get war, um das Formular anzuzeigen, wo wir renten können. Und das Post war, um das Formular abschicken zu können, also um die Antwort des Formulars in der Datenbank zu speichern. So, dann die nächste Route, die wir haben wollen, ist delrand, um ein rand zu löschen. Die soll lauschen auf delrand slash und jetzt wollen wir hier eine rand-ID haben. Das heißt, wir haben ja unser Modell heißt unsere Datenstruktur rand und automatisch wird zu jedem rand immer eine ID erzeugt, die in der Datenbank gespeichert wird. Das spielt später noch eine Rolle, wie das alles funktioniert. Für den Moment, jede Datenstruktur hat immer eine eindeutige ID und über die können wir zum Beispiel Sachen identifizieren und das ist dann auch automatisch in den Typen festgelegt. Und als Typen haben wir, als Methoden haben wir einmal get, um anzuzeigen, bist du dir sicher, dass du den löschen willst, und post, um zu bestätigen, ja, ich möchte den löschen. Das waren schon alle Händler, die wir haben wollen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was passiert ist, das hatte ich gerade schon gesagt, wir haben einmal die Datei config.roots, die sich geändert hat, wir haben die Application AS und also in der Application AS kommt einfach nur ein Import dazu, in der Projektkabal kommt auch einfach nur eine Zeile dazu. Das ist nicht weiter interessant. Aber wir können uns jetzt mal die Config-Routes ansehen. Die sieht jetzt so aus. Die beiden Routen, die wir gerade erstellt haben, wurden hinzugefügt mit dem Händler, unterstützen Get und Post. Und das, was wir auch hinzugefügt haben, unterstützt das auch. Das ist jetzt einfach, was wir hinzugefügt haben. Im Vergleich, vorher hatte ich das einmal angezeigt, aber in... hier hatte ich es einmal angezeigt. Vorher hatten wir nur die Home-Route und jetzt haben wir die beiden anderen einfach mit dazu. Und natürlich hat Yesod das alles wieder gemerkt, alles neu kompiliert und uns automatisch Funktionen zur Verfügung gestellt. Und wir können jetzt einfach mal aufrufen slash rand. Ich sollte es richtig schreiben. Und da kriegen wir einen Internal Server Error, weil es ist halt noch nicht implementiert.
Und wenn wir uns jetzt die Funktion angucken, wir fangen jetzt erstmal an mit, wir machen jetzt erstmal den Händler, den Rent-Händler auf. Dann sehen wir, dass hier wurde generiert. Wir kriegen hier einen Get-Händler und es ist einfach nur Error not yet implemented. Das macht uns dann diese schöne Fehlermeldung. Und der andere, der Funktion, die generiert wurde, das war delrent. Und da hatten wir als Parameter in der URL eine rent-ID angegeben. Und wir sehen hier direkt, wir kriegen eine rent-ID rein, mit der wir dann arbeiten können. Und so schreibt sich der Code später quasi von alleine. Im Prinzip müssen wir jetzt hier in die Datenbank greifen, den Rant rausholen, den darstellen, den User ein Formular zeigen. Möchtest du das wirklich löschen? Ja, nein. Und so weiter und so weiter. Ich gehe schon mal wieder zurück auf die Rant-Geschichte, weil wir die nachher brauchen. Aber erstmal geht's jetzt wieder mit ein paar Folien weiter. Kommen wir nämlich jetzt zu dem nächsten Ding, zur Generation von Formularen. Formulare werden in YesSort auf zwei Wegen generiert. Und zwar entweder applikativ, das geht dann halt über die Applicative mit Applicative-Syntax, mit dem Spitzeklammer, Sternchen, Spitzeklammer. Der Vorteil davon ist, der Code wird automatisch für uns generiert. Also insbesondere halt der HTML-Code wird komplett automatisch für uns generiert. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Aber wir haben halt dann auch, weil er automatisch generiert wird, kaum Einfluss auf die Gestaltung. Die Alternative dazu ist, wir können das mit dem Monad-Interface machen, also monadisch. Da haben wir, da können wir die einzelnen Felder selektieren, wir können unser Formular anordnen, wie wir wollen. Das Problem ist, wir müssen halt das HTML wirklich separat generieren. Dafür haben wir halt volle Kontrolle über das HTML. Vorerst werden wir weitergehend nur die applikative Syntax benutzen, weil die einfacher ist und vollkommen ausreicht. Die monadische Variante ist im Buch relativ gut erklärt und wenn man die applikative verstanden hat, die monadische ist relativ einfach. Man ist halt nur einfach eine Ebene tiefer. An dieser Stelle für alle, die mithören, obwohl, ob jetzt hier im Hörsaal oder zu Hause, es gibt da ein Buch zu. Darauf wurde jetzt gerade nur so beiläufig verwiesen und ich glaube, in irgendeiner früheren Vorlesung oder in den Tutorien haben wir es auch schon mal erwiesen, aber lass mich das nochmal explizit machen. Genauso wie es zu Parallelism und Concurrency ein gutes Buch gab, das das alles super erklärt, gibt es hier auch eins zu. Ich glaube, es heißt einfach YesSort oder das ein ziemlich offensichtlich, also wenn ihr YesSort bei YesSort O'Reilly oder sowas in eure beliebige Suchmaschine eingibt, werdet ihr da fündig. Das könnt ihr also sehr gut als begleitendes Material zur Vorlesung benutzen und wenn ihr euch für das YesSort-Projekt entscheidet, kommt ihr damit, glaube ich, ganz gut durch die Bunde. Ich glaube, wir haben das auch in der Bibliothek, hatte das nicht irgendwer nachgeguckt? Ja, es gibt es gratis im Netz anzusehen, wir haben es aber sonst auch auf Totbaum in der Uni-Bibliothek. Aha, es heißt also Developing Web Apps with Haskell and YesSort und das ist von O'Reilly rausgegeben. Von Michael Snowman geschrieben. Wir werden es auf dem Mitschnitt von den Folien auch verlinken. Kommen wir halt zunächst zur Syntax. Ein Beispiel für unser Rant-Form hat den Typen Form, weil es ein Formular ist, und gibt uns zurück ein Rant. Also wirklich schon unsere fertige Datenstruktur Rant. Und was wir machen ist, wenn wir das Render-Diffs erstmal ignorieren, dann sagen wir, wir nehmen unseren Konstruktor Rent und fmappen den auf ein Textfield, applyen das weiter auf eine Text-Area, applyen das weiter auf den aktuellen Zeitstempel. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen nach Voodoo aus, aber wir generieren uns hier einen Rant, indem wir sagen, ein Rant besteht bei uns aus drei Komponenten, einem Titel, einem Inhalt und einer Zeit. Und wir sagen, das Textfeld ist benötigt, das ist ARREC, es gibt dann noch AOPT für optionale Felder.
es ist ein Textfeld, was wir dem User darstellen wollen, also ein einzeiliges Feld. Die Beschreibung für das Feld ist Titel und der Standardwert, der drinstehen soll, ist Nothing. Also es steht halt nichts drin, es ist ein leeres Feld. Und das required ist, muss der User das ausfüllen. Und das zweite ist, wir sagen, wir requiren ein Text-Area-Feld, was einfach eine große Textbox ist, wo ich viel Platz habe zum Reinschreiben. Die Bezeichnung dafür ist Rand und da steht schon vorausgefüllt Rand hier drin. Das ist der Default-Wert. Und der dritte, das ist keine Benutzereingabe, sondern das ist ein Wert, den wir vom Server holen. Mit Lift heben wir uns in die App-Monade. In der App-Monade können wir mit Lift.io IO-Aktionen ausführen und holen uns einfach nur die aktuelle Zeit. Und was uns das generiert, ist, wir kriegen halt einen Rand zurück, weil wir einfach dem die drei Parameter geben. Das gesamte Ding hier hat nachher, wenn das ausgeführt wird, das Formular, einfach nur den Rückgabewert Text. Genauso hat das zweite einfach nur den Rückgabewert Text. Und das dritte hat einfach nur den Rückgabewert IO-Time. UTC-Time. Und damit können wir unseren Rand komplett generieren. Und das Render-Diffs steuert, wie das dargestellt wird. Es gibt zwei Optionen, soweit ich weiß. Das eine ist Render-Diffs, was das in Diffs rendert. Und also Diff ist halt ein HTML-Tag, mit dem man das darstellen kann. Und das andere ist Render-Table, was das halt in einer Tabelle darstellt. Mit dem GetCurrentTime wird das jetzt zur... Also wenn da das Formular gepublished wird, wird das gefüllt oder wenn der User das dann abschickt? Das wird... Nein, alles Compile-Time, nein. Die Sache ist, das wird jedes Mal, wenn das Formular ausgeführt wird, das wird nachher mehrfach ausgeführt, da kommen wir in den späteren Folien zu, jedes Mal, wenn ich irgendwie das Formular quasi in Anführungszeichen ausführe und in ein Ergebnis übertrage, dann wird das gemacht. Also es wird zwar theoretisch ausgeführt, wenn der Server dem Client das Formular zur Ansicht schickt, aber die Daten sind ja konstant, die werden ja nicht mitgeschickt. Für das wird ja kein Formularfeld generiert. Und damit wird es effektiv nur ausgeführt, also nur benutzt, wenn es wieder vom User zurückkommt. So. Das ist jetzt allerdings nur das Formular. Und jetzt beschreibe ich nochmal kurz die vier Möglichkeiten, wie wir hier in der applikativen Monade Werte bekommen können. Also wie wir Werte generieren können. Und zwar, wir können Werte vom Client erforderlich machen. Die kriegen dann ein AREC. Wir können Werte vom Client optional holen. Das natürlich ist dann der Datentyp maybe das Ding für einen optionalen Wert. Entweder wurde eingegeben oder er wurde nicht eingegeben. Wir können Konstanten einfügen, indem wir einfach, da es ein Applicative ist, haben wir Pure zur Verfügung und wir können einfach machen Pure Constant und dann wird Konstante da eingeführt. Wenn wir zum Beispiel sagen wollen, User, der sich neu registriert, hat immer Like-Anzahl 0. Dann machen wir natürlich User, der tippt seinen Usernamen ein, was ein Textfield ist, der tippt sein Passwort ein, was ein Textfield ist. Und dann hat der User-Konstruktor aber auch diese Like-Zahl. Und dann können wir einfach machen Pure 0. Und dann startet der User, in dem wenn er das Formular ausgefüllt hat, einfach mit 0 Likes, wenn er da rauskommt. Und das nächste ist dann Daten aus der App-Monade. Da können wir halt mit Lift, heben wir uns in die App-Monade. Und in der App-Monade können wir dann mit Lift.io wieder irgendwelche beliebigen Sachen machen, in der Datenbank was nachgucken, und beliebige Sachen ausführen. Ne? Nun haben wir halt das Formular definiert. Und dieses Formular wird doppelt verwendet. Es wird einmal zum Anzeigen verwendet. Also aus diesem Formular wird HTML generiert, was dem User angezeigt wird. Und das zweite, wofür es da ist, es wird auch automatisch eine Validierung generiert, die auf dem Server abläuft. Das heißt, wenn der User eintippt, der kann ja sein, man sagt ihm, ja, gib mal bitte hier den Benutzernamen ein. Und der soll irgendwie nicht länger als, oder gib hier deine Twitter-Nachricht ein und das soll nicht länger als 140 Zeichen sein, dein Tweet. Und der User tippt jetzt einfach mal 200 Zeichen ein und schickt ab, weil er irgendwie ein bisschen drumherum gekommen ist oder weil er direkt einen Browser gehackt hat oder sonst irgendwas.
es kommt auf jeden Fall aus irgendeinem Grund bei uns am Server an. Da muss der Server ja nochmal gegenvalidieren, dass das Ding nicht länger als 140 Zeichen ist. Und wenn das länger als 140 Zeichen ist, dem User eine Fehlermeldung zurückgeben. Oder der User hat ein Feld nicht ausgefüllt, was er ausfüllen sollte. Und so weiter und so weiter. So. Kommen wir erstmal zum Generieren der Funktion. Es gibt die Funktion GenerateFormPost, dem wir so ein Formular übergeben. Ich habe jetzt einfach mal das Formular von hier immer als Beispiel genommen, dieses RandForm. Und wir sagen einfach GenerateFormPostRandForm und wir kriegen zwei Sachen zurück, ein Widget und ein EncType. Und das Widget ist halt das Widget, was den gesamten HTML-Teil enthält. Und das können wir einfach mittels Default-Layout direkt rendern. Und EncType enthält den Encoding-Type. Der muss im äußeren Formular angegeben werden. Weil das kommt nicht mit ins Widget rein. Das sehen wir gleich im Beispiel, wieso das so ist. Weil es gibt ein paar Sachen, die das Widget nicht wissen kann, die aus dem Formular nicht rausfallen, aber die trotzdem benötigt werden. Ein Beispiel sieht so aus. Wir haben jetzt wieder unser GetRandAir und das ist einfach eine Händler-HTML. Und was wir machen ist, wir wollen halt das Formular anzeigen, wo man renten kann. Wir machen das Bekannte, das, wie ich gerade vorgestellt habe, GenerateFormPostRentForm. Und wir kriegen einmal das Widget raus und einmal das Widget raus und einmal den EncType. Und was wir machen ist, wir machen einfach nur, wir wollen das nur darstellen, machen direkt Default Layout, du wie Hamlet und machen hier so nett, ja, du kannst jetzt hier renten. Und wir müssen jetzt hier das Formular definieren in HTML, sagen, es ist eine Post-Aktion, die ausgeführt wird. Das heißt, auf dem Server, es wird dann nach einem Post-Call gemacht und wir landen auf der Route RandAir. Das heißt, wir machen, wir landen, die Funktion, die danach ausgeführt wird, ist post-rand-air. Und hier müssen wir den Encoding-Type angeben und den übergeben wir einfach als Variable. Weil das in diesem Form-Tag sein muss, kann das nicht in dem Widget sein. Und dann bauen wir innerhalb dieses Formulars eingerückt, bauen wir einfach das Widget ein und machen noch einen Submit-Button darunter. Und sind fertig. Und wir sehen halt, in Hamlet kann ich mit diesem Dachoperator, was ist das, Zirkumflex oder so, kann ich ein Widget einbinden, also ein komplettes Widget in ein weiteres Widget einbinden. Wie Hamlet generiert uns ein neues Widget. Also wir können Widgets wieder aus Widgets zusammenbauen. Und wir brauchen halt nur noch dieses Form definieren, müssen sagen, wo es hingeht, müssen sagen, welches Encoding es hat und dann sind wir fertig. Aber die Sachen werden uns im Prinzip alle gegeben, weil wir wissen, wo wir hin müssen. Wir wissen, den EncType übernehmen wir einfach nur, das Widget kriegen wir und wir wollen halt eine Post-Sache machen, weil wir halt die Sachen in die Datenbank schreiben wollen nachher. So, wie ich gerade gesagt habe, nach dem Abschicken wird wieder die Route RandAir aufgerufen. Und da holen wir dann das Ergebnis ab, und zwar in diesem Fall post-rand-air. So, jetzt sind wir halt im Fall post-rand-air, wir wollen das Formular auswerten, und dazu gibt es die Funktion run-form-post. Sieht ein bisschen ähnlich aus, bauen wieder unser Formular, kriegen halt jetzt einen anderen Typen zurück, wir kriegen, Result zurück. Das ist das Ergebnis des Formulars. Da kommen wir später zu. Und wir bekommen das Widget wieder zurück. Das ist wirklich schon teilausgefüllt. Das heißt, das ist das Widget, wie der User das ausgefüllt hat. Und wir kriegen nochmal den Encoding-Type zurück. Weil wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn das Result, da kommen wir gleich zu, wie das aussieht, wenn das fehlerhaft ist, dann können wir dem User direkt das Widget wieder anzeigen. Du redest immer von Widgets. Sind das sowas wie Fenster oder wie kann ich mir das vorstellen? Das hatten wir eben am Anfang erklärt. So ein Widget ist halt im Prinzip so ein kleiner Container. Da ist ein kleines Stück HTML drin und da sind noch so ein paar extra Sachen drin, womit Yesod dann noch fancyere Sachen macht. Und im Prinzip kannst du es dir als so einen kleinen Baustein vorstellen. Und du kannst einen großen Baustein aus vielen kleinen Bausteinen zusammensetzen. Und so ein Formular generiert dir halt immer ein Widget. Da ist dann genau drin mit der Inputfeld und die Beschreibung und die Sachen, die vorgesetzt sind und so weiter und so weiter.
Also das wird schon komplett generiert. Also ein Widget ist im Prinzip einfach nur so ein kleiner Seitenbaustein. Und das Result ist halt vom Typen FormResult und entweder das ist gibt es die offensichtlichen drei Fälle. Es sind halt keine Formulardaten vorhanden, also es wurde irgendwie kein Formular abgeschickt, es ist irgendwas schiefgegangen oder sonst irgendwas. Es gibt Fehlermeldungen. Der User hat vergessen, sein Passwort einzugeben, obwohl er sein Passwort eingeben kann. Oder der User hat zu langen Text eingegeben oder der User hat eine Zahl eingegeben, wo er einen Text eingeben sollte. Oder hat einen Text eingegeben, wo er eine Zahl eingeben sollte. Oder. Oder wir haben halt einen Erfolg und dann kriegen wir genau das, was wir haben wollen. Wir hatten eben, wenn wir nochmal zurückgehen, auf unser Rent hier. Wir haben Formular vom Rückgabetypen Rent. Und wenn wir das Formular ausführen, kriegen wir ein FormSuccess und kriegen den Rent schon direkt als Datentypen gebaut. So. Und normalerweise macht man dann halt ein Case über das Result. Und das hier ist jetzt erstmal viel Text, nicht, viel Code, nicht erschrecken. Das ist schon der gesamte Händler. Die erste Zeile ist, wir machen halt unseren Run-Form-Post auf dem Rent-Form. Und hier definiere ich erstmal nur eine Hilfsfunktion. Die erkläre ich jetzt einmal kurz. Die nenne ich again. Die nimmt einen Text und sagt dann einfach Default Layout Hamlet mit ja, hier Rand, hier, du hast einen Fehler gemacht. Und dann wird hier das Formular einfach nochmal dargestellt mit hier mit dem Widget und mit dem Anchor-Type und auf die Route und mit derselben Methode. Im Prinzip dasselbe, was wir gerade schon mal hatten. Das definiere ich mir als kleine Hilfsfunktion, weil ich das gleich zweimal brauche. Und dann sage ich Case Result. Entweder ich habe einen Success, dann habe ich einen erfolgreichen Rent. Und dann mache ich einfach Do. Wir speichern das in der Datenbank. Also wir sagen, da wir sind hier ja im Do, wir sind hier ja immer noch in der App-Monade. Das heißt, wir machen einfach RunDB und machen in der Datenbank einfach Insert den Rent. Und Yesod weiß schon, wo er das einfügen soll. Läuft alles automatisch. Und dann sagen wir Get Home Air, also wir holen einfach den Inhalt der Home-Seite. Wir leiten ihn einfach im Endeffekt um. Also man kann auch nochmal einen expliziten Redirect auf die Route machen, aber so wird einfach der Inhalt der Home-Seite dann angezeigt. Wenn wir einen Fehler haben, dann nehmen wir einfach die erste Fehlermeldung, weil ich faul war. Wir können auch einfach irgendwie alle darstellen und sagen Again mit der Fehlermeldung und dann wird hier die Fehlermeldung dargestellt und der User kriegt das Formular nochmal angezeigt und so weiter und so weiter. In allen anderen Fällen, der andere Fall war halt irgendwie Form Missing oder irgendwie der User hat die Seite falsch aufgerufen oder irgendwas ist kaputt, dann sagen wir Invalid Input. Hier als Fehlermeldung ist einfach eine Standardfehlermeldung und zeigen ihm das Formular nochmal an. So. Wir haben dann jetzt eben schon gesehen, wie man Daten in die Datenbank einfügt. Also man wechselt einfach in die Datenbankmonade mittels RunDB und macht dann den Befehl Insert mit irgendeinem Objekt. Und das Schöne an Haskell ist, Objekt hat einen Typen. Im Fall hier eben hatten wir hier einen Rand als Objekttypen und den und da er weiß, das ist vom Typ Rand, weiß er automatisch, hey, das ist ein Rand, wo packe ich den wohl hin? Wahrscheinlich in die Tabelle, die für Rands vorgesehen ist. Und was man zurückbekommt, ist die ID des eingefügten Typens. Ich meine, wir schmeißen die hier weg, weil wir nicht dran interessiert sind. Aber theoretisch, wenn man zum Beispiel sagt, der User hat in dem Formular nicht nur seinen Usernamen, sondern auch seine E-Mail eingegeben, dann will ich erst den User einfügen und dann will ich die E-Mail einfügen. Die E-Mail hat aber eine User-ID drin, das heißt, in der E-Mail muss ich die User-ID noch einfügen und so weiter und so weiter. So kann man dann auch gestaffelte Sachen machen und sich kompliziertere Sachen bauen. Und eine Abfrage aus der Datenbank kann man ich stelle jetzt hier nur zwei Funktionen vor, das ist einmal SelectList, das selektiert alle Einträge, wie man dann filtern kann und so, kommen wir später zu, und SelectFirst, was einfach nur den ersten Eintrag selektiert, sofern einer vorhanden ist. Eine Liste kann natürlich auch leer sein, deswegen ist der Fall da abgefangen. Bei SelectFirst kriegen wir einen Maybe A wieder zurück. Meistens wird SelectList genommen. Und SelectList hat diese schöne Funktionssignatur. Keine Panik. Das alles hier ist viel Voodoo, was man nicht verstehen braucht.
wir wollen es nur benutzen. Wir wollen es halt nicht verstehen, weil das ist eine komplett eigene Vorlesung mit, wie man einen Datenbank-Abstraktionslayer baut und so weiter und so weiter. Wichtig für uns sind die beiden Argumente hier. Einmal das Filter und einmal das Select-Opt. Das sind einfach Listen, also eine Liste von Filtern und eine Liste von Select-Operationen. Und wir kriegen dann zurück eine Liste von Ergebnissen. Zwei Parameter ist, wir haben eine Liste von Filtern. Was ist ein Filter? Ein Filter ist das, was man sich vorstellt. Zum Beispiel können wir sagen, der RAN-Titel, das hier ist der Operator für soll enthalten. Und wir sagen foo. Im Titel soll foo sein. Und wenn wir einfach eine Liste mit Komma verknüpfen, ist das eine Unverknüpfung. Wir haben jetzt keine Person, aber angenommen, wir hätten eine Person und die hat ein Alter. Und das Person-Alter ist größer als 18. Die Person ist Single, ist true. Das können wir halt direkt so angeben und so können wir uns halt wenn wir einfach ein Komma machen, ist das eine Unverknüpfung und wir können zwei Listen mit diesem Oder-Operator verknüpfen und so können wir uns komplexe Ausdrücke bauen mit gib mir bitte alle Mitarbeiter, die über 5000 Gehalt im Monat kriegen und die in den letzten zwei Jahren keine Gehaltserhöhung gekriegt haben und sich nicht beschwert haben, aber länger als 10 Jahre bei der Firma arbeiten, jada, jada, jada. Man kann da beliebig komplizierte Sachen aufbauen. Und das zweite ist, die zweite Sache haben, sind Optionen. Im Prinzip gibt es hier zwei Optionen. Einmal eine Sortierung, da gibt es einmal Desk, um absteigend zu sortieren. Das Gegenteil davon ist Ask, was aufsteigend sortiert. Wir sagen, wonach wir sortieren sollen. In unserem Fall halt meistens Rand erstellt. Und wir können dann als zweite Sache ein Limit angeben, was dann einfach nach 50 Einträgen aufhört. Dass wir nicht, wenn wir 1000 Rands haben, dass wir nicht eine elendig lange Seite generieren mit 1000 Rands. Es gibt dann auch noch, ich glaube, Skip oder Yield, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, wo man die ersten so und so viel überspringen kann. So kann man dann zum Beispiel sagen, wenn ich auf Seite 2 springen will, dann mache ich Limit to 50, Skip 50. Dann kriege ich halt 50 ab Position 51. Das heißt, die ersten 50 überspringt er und dann macht er die dahinter. Und was wir erhalten, ist halt eine Liste von Ergebnissen und die haben den Typen Entity und die Entity besteht halt aus einem Key. Das ist halt einfach nur Key von dem, was wir haben wollen und ein Value. Key im Prinzip ist ist ein bisschen datenbankabhängig, deswegen ist das so parametrisiert. Standardmäßig ein Int, wenn wir zum Beispiel User in unserer Datenbank haben, die haben sich alle angemeldet, der erste User hat die ID 1, der zweite User hat die ID 2, der dritte 3 und so weiter. So können wir die Leute einfach identifizieren. Aber in unserer User-Datenstruktur taucht die ID nicht auf. Ne? Das heißt, wenn wir was aus der Datenbank kriegen, kriegen wir auch die IDs mit zurück und wir kriegen hier unsere normale Datenstruktur zurück als Value. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unsere Homepage anzeigen wollen, könnte das konkret so aussehen. Wir sagen, wir nehmen die Rands, sind, also die unsere Ergebnisliste, die wir haben wollen, ist einfach, wir führen eine Datenbankaktion auf, sagen Select Liste, wir wollen nichts filtern, wir wollen halt alle Rands haben, wir wollen aber absteigend nach Erstellungsdatum und maximal 50 Stück haben und dann kriegen wir hier eine schöne Liste raus, in denen unsere Rands drin sind. Und dann sagen wir nur noch Default Layout, wir wollen jetzt irgendwas darstellen, hey, die letzten 50 Rands sind in einer ungeordneten Liste. Also das ist halt nur ein HTML-Tag für, das macht dann halt so eine Bullet-Point-Liste. Dann gibt es das Konstrukt for all und das holt aus unseren Rands, holt das den einzelnen Rand raus. Wir wissen, ein Rand, also die Liste war ja eine vom Typen Entity, das heißt, wir haben Entity, wir haben unsere Rand-ID und wir haben hier unseren Rand, der besteht aus einem Titel, einem Inhalt und einem Zeitstempel. Und was wir einfach nur machen ist, wir machen einen Eintrag, hey, das ist der Titel, gepostet am die Uhrzeit, paar Zeilenumbrüche mit dem Inhalt, Zeilenumbruch und darunter machen wir einen Link auf unsere Löschroute mit unserer Rand-ID, wo man den Rand dann löschen kann. Und so haben wir unser Ding schon komplett
definiert. Und das implementieren wir jetzt einfach mal. GetRandAir, wir brauchen erstmal unser Formular. Das ist RandForm. Das ist FormRand. Und dann haben wir RandForm, wie wir es eben besprochen hatten, ist RenderDiffs. Rand gefmapped nach arec text arec text field mit Titel und nothing als default Wert weiter applied nach arec text area Field mit dem Rand wollen wir da rein haben und der Standardwert ist just Rand hier und dann haben wir ein lift lift io get current time, um die aktuelle Zeit da reinzukriegen. Wenn wir das jetzt speichern, möchte ich gerade einmal überprüfen. So, durch die Magie der Videoaufzeichnung habe ich das Problem gelöst. Und zwar, also man sieht, der Server läuft wieder. Der Fehler war, das TextAreaField gibt uns etwas vom Typen TextArea zurück. Also, ich mache das mal hier unten drunter, gibt uns etwas vom Typen TextArea zurück, was einfach nur ein Wrapper um Text ist. Und, was das Ding tut, ist, es gibt eine Funktion unTextArea, die verwandelt einfach, wenn ich normalerweise in der TextArea Enter drücke, dann ist das ja ein Zeilenumbruch mit Backslash N und das wandelt das einfach in den HTML-BR-Tag dafür. Das heißt, das ist dann schönes HTML. Und deswegen muss ich einmal unTextArea aufrufen auf das Ergebnis davon, also einfach fmappen, weil das hier natürlich in der im Form Applicative ist, muss ich das einmal rein fmappen. Und der Standardwert ist dann halt nicht nur just rand hier, sondern ich muss den rand hier erst in eine Text Area einpacken und dann in ein just einpacken. Das waren die beiden Fehler, die wir für das Formular hatten. Und damit funktioniert unser Formular, wir müssen es jetzt einfach nur noch anzeigen. Ich wollte nur sagen, dass man alternativ auch ins Modell TextArea hätte nehmen können, statt hier das Formular zu ändern. Weil im Modell hat ja der Inhalt auch den Typ Text. TextArea. Ja, da hätte man stattdessen TextArea nehmen können. Ja, stimmt. Ist korrekt, aber ich hatte halt der Einfachheit halber, weil ansonsten hätte ich ganz am Anfang noch TextArea erklären müssen. Und ich habe einfach gesagt, das ist Text und dann hatte ich das Problem jetzt an dieser Stelle. Man hätte es auch, ist schon richtig, andersrum machen können, dass man gleich sagt in der Datenbank, das ist jetzt eine TextArea und dann hat man die ganzen Probleme auch nicht. Und das hatten wir hier gemacht. Indem wir einfach sagen, getRandAir ist do. Die Meldung machen wir mal weg. Wir machen do rand widget und den rand anc type bekommen wir zurück aus dem generate form post aus dem rand form hier unten. Und was wir dann einfach nur noch machen ist wir stellen ein Default-Layout her mit einem ich mach's gleich schön einem W-Hamlet, also einem To-Widget-Hamlet und das schließen wir hier auch. Und was haben wir da drin stehen? Wir haben da drin ein H1, wo wir sagen Rand here. Weil wir alle wütend sind, machen wir immer jeden Satz mit Ausrufezeichen. Wir machen ein Form, Method ist Post, Action ist
natürlich unserer RAND-R-Route und der Enctype ist, große Überraschung, der RAND-Enctype, den wir hier haben. Machen wir den Tag zu, dann bauen wir unser RAND-Widget ein und spendieren dem ganzen Widget noch einen Button mit RAND-Now. Natürlich wieder mit Ausrufezeichen, weil wir wütend sind. So. Das war auch schon alles. Das sind genau die Teile, die wir besprochen hatten. Wir generieren uns unser Formular. Wir kriegen das Formular als Widget zurück. Wir kriegen unseren Encoding-Type. Den Encoding-Type geben wir weiter. Wir sagen, wir möchten per Post auf die Route, bauen das Widget ein und renden. Das Ganze hat unser Server jetzt natürlich schon gemerkt. Und jetzt, wenn wir jetzt auf unsere Rand-Seite gehen, dann sehen wir, hey, wir haben einen Titel, in dem wir sagen, zum Beispiel everything sucks, rant here, this won't work. Wir können halt im Browser die Text Area großziehen und so weiter. Und dann können wir machen rant now. Problem ist, wir haben das Formular ja noch gar nicht ausgefüllt. Also gehe ich jetzt nochmal zurück. Das bleibt ja alles schön stehen. Also machen wir jetzt den Händler. Genauso, wie wir ihn eben besprochen haben. Wir machen, der wird jetzt etwas länger. Wir machen do, wir holen uns, nein, wir holen uns unser Result und das Rand-Widget und der Rand-Enctype. Den holen wir uns aus unserem Run-Form-Post von unserem Rand-Formular. Und jetzt gucken wir halt, was Sache ist. Case, Result, of. Was haben wir? Entweder haben wir einen Form Success, das Formular ist durchgelaufen und wir haben einen Rand. Dann machen wir do zwei Aktionen. Einmal run db insert Rand. Und leiten auf die Home-Seite um. Wenn wir haben ein Form Failure und wir haben hier eine Liste von Fehlern, dann machen wir irgendwie unsere Again-Funktion. Also wir wollen ihm das Formular nochmal anzeigen. Und zwar möchten wir zum Beispiel Again intersperse BR auf unserer Error-List. Was intersperse macht, wem die Funktion nichts sagt, die nimmt eine Liste und fügt das, was wir eingeben, immer dazwischen ein. Und das heißt, wir kriegen jetzt eine Liste raus, mit wo halt immer steht, wo halt die erste Fehlermeldung steht, dann kommt ein BR, dann steht die zweite Fehlermeldung und so weiter und so weiter. Und was wir dann einfach machen, ist, wir machen concat. Das heißt, wir machen diese ganzen kleinen Textstücke, fügen wir zu einem großen Text zusammen, den wir dann irgendwie als Fehlermeldung ausgeben können. Und in allen anderen Fällen machen wir again invalid input. Also, das ist jetzt ein bisschen anders, als ich es eben auf den Folien hatte, aber so geben wir halt alle Fehlermeldungen aus und nicht nur die erste. Und jetzt bin ich etwas schreibfaul und mach einfach nur Copy und Paste für unsere Again-Funktion, weil das einfach nur eine ganz normale Funktion ist. Ich glaube, die brauche ich jetzt nicht groß erklären. Was wir hier machen, ist einfach, wir sagen, Again ist irgendwie ein Default-Layout und wir haben ein Hamlet mit, wir sagen jetzt nochmal hier Rand hier, genauso wie hier oben drüber. Wir geben die Fehlermeldung aus, alle in einem Absatz. Und wir zeigen dem User das Formular nochmal an. Mit einem Button Rand Now. Und damit sind wir eigentlich fertig. Und wenn wir jetzt gucken. Ich habe mich irgendwo vertippt. Not in scope Rand Form. Weil wir hier irgendwelche Probleme haben. Weil ich den Error da nicht rausgenommen habe.
Und wir haben die Route nicht im Scope. Das kriegen wir einfach weg, indem wir sagen Import HomeAir. Das importiert uns die Home-Route. Wenn das Paket jetzt HomeAir heißt. Nein, natürlich nicht. Wie heißen die Module? Ach, steht ja oben drüber. Händler.home. Damit haben wir die Home-Routen drin und jetzt gibt es auch keine Fehler mehr. Und jetzt baut er die Applikation neu, startet den Server neu. Und da ich das hier immer noch offen habe, kann ich jetzt einfach sagen, Rent now! Oh, jetzt hat er es nicht gemacht. Ich kann es nicht nochmal abschicken. Rent, und dann sagen wir, I'm angry. 3 Ausrufezeichen, weil wir wirklich wütend sind. So, und das wurde jetzt in die Datenbank eingetragen und wir wurden auf die Startseite wieder umgeleitet. Wenn wir jetzt auf die Startseite gehen, da ist jetzt noch nicht viel zu sehen. Und das ändern wir jetzt. Das heißt, wir müssen in den Home-Händler reingehen. Da hatten wir jetzt nur unser Hello World. Und den erweitern wir jetzt, indem wir einfach sagen, wir wollen gerne unsere Rents haben. Die sollen aus der Datenbank kommen, deswegen machen wir RunDB. $SelectList. Wir hätten gerne eine Liste von Einträgen. Also wir hätten gerne eine Liste von Rents. Du sollst sie nicht filtern, aber du sollst gucken, du sollst sie sortieren nach Rent erstellt und maximal 50, bitte, danke. Und wenn wir die jetzt haben, dann können wir jetzt auch unser Default-Layout machen und sagen hier last 50 Rents und machen dann unseren ganz normalen Code, unser UL, machen ein for all entity unsere Rent-ID mit dem Rent, dem Titel, dem Inhalt und dem Zeitstempel und das kommt alles aus den Rents. Was noch interessant ist, bei SelectList geben wir nicht an, was wir haben wollen, sondern das wird über den Ergebnistypen hier definiert und der Ergebnistyp wird definiert über, was wir hier eigentlich rauslesen wollen. Also das nochmal so am Rande. So, für jedes Ergebnis wollen wir, man sieht, das wird alles komplett per Einrückung gemacht. Wir wollen den Titel ausgeben, sagen posted at, geben wir den Zeitstempel aus. Wir formatieren das jetzt nicht großartig, weil es nur eine Demo-Applikation ist. Und machen dann hier bitte den Inhalt rein. Machen dann noch BR. Und dann machen wir noch ein ahref auf unsere Dell Rent Air mit der Rent-ID und machen hier Delete Rent. So. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verschrieben. Ich habe mich verschrieben. Unexpected End of Input. Ich habe irgendeinen Tag nicht geschlossen. Okay. Da sieht man das. Ich habe den Tag nicht geschlossen. Not in Scope Rent. Vielleicht meintest du Rent. Nein, ich meinte hier tatsächlich Rents. Die Sachen, die wir eben aus der Datenbank geholt haben. Der Fehler war ein ganz einfacher Fehler. Der Zeitstempel hat, also der Generator für das HTML weiß nicht, wie er einen Zeitstempel darstellt. Also muss ich ihm einen Text geben von dem Zeitstempel, also sage ich einfach show den Zeitstempel und damit passt das. Und wenn wir jetzt unsere Hello World Seite einmal refreshen, dann sehen wir unseren Last 50 Rents. Wir haben unseren Rent, den ich ihm mit Rent angezeigt hatte, gepostet an Uhrzeit mit I'm angry. Und wir können ihn halt deleten, aber die Seite haben wir noch nicht geschrieben. Und was wir jetzt noch machen wollen, ist einfach
wir wollen hier drunter einen fetten Link ahref gleich at brandair mit der Beschreibung post new rant. Wir sind sehr wütend. Wir sind wirklich sehr wütend, deswegen müssen wir 3 Ausrufezeichen machen. Und wenn wir das jetzt machen, dann haben wir einen neuen Rant. Ah, ich habe... irgendwas passt mit der Einrückung nicht. Ich muss da wahrscheinlich das A schließen. Ich schließe das H2 vorsichtshalber auch mal. Weil ansonsten weiß er nämlich nicht, wo das alles aufhört. Und das war halt nicht das, was wir wollten. So, die Applikation läuft wieder. Und jetzt sieht alles gut aus. Wir machen Post New Rant. PHP sucks. I just coded foo. Können wir ranten und wir sehen, unser Rant taucht auf. Wir können sie jetzt noch nicht löschen. Die Funktionalität müssten wir dann noch machen. Aber das werde ich in dieser Vorlesung nicht mehr machen. Das werde ich vielleicht in einem separaten Video machen. Je nachdem, wie groß die Nachfrage da ist. Und auch kann man hier die Sachen noch etwas anpassen. Man kann das natürlich alles schöner machen mit, ja, wir wollen hier strong den Titel. Man kann jetzt hier alle möglichen Voodoo-Sachen machen, die den Zeitstempel nochmal schöner machen, weil das hier sieht jetzt nicht schön aus, weil wen interessiert, mit wie vielen Millisekunden ich das abgeschickt habe. Und nein, ich will das Formular nicht nochmal schicken. Ich möchte gerne auf die Homepage gehen. Und jetzt haben wir die Sachen fett gedruckt und so weiter und so weiter. Jetzt kann man sich hier komplett austoben und kleine Avatare davor machen, von je nachdem, wer es gepostet hat und so weiter und so weiter und so weiter. So. Das war unsere Demo-Applikation. Und jetzt, was jetzt noch fehlt, ist die User-Authentifizierung. Und da habe ich schon gesagt, Yes.com kommt mit einer kompletten Login-Verwaltung. Das, was standardmäßig aktiviert ist, ist das Persona von Mozilla. Persona kennen vielleicht die meisten nicht. Das ist einfach ein Anbieter, da kann ich hingehen, der fragt mich nach meiner E-Mail-Adresse und fragt mich nach einem Passwort. Und dann speichert er die für mich. Und wenn irgendeine Seite Persona unterstützt, klicke ich auf mit Persona anmelden, gebe meine E-Mail-Adresse bei Mozilla ein, gebe mein Passwort ein und bin eingeloggt. Und ich brauche mir halt nur noch ein Passwort merken und kann das auf mehreren Seiten benutzen. Von Persona kennt ihr das vielleicht nicht, aber diese Login with Facebook, Login with GitHub, Login with Google Plus oder so Logos habt ihr alle schon mal irgendwo gesehen. Alternativen, die auch in Yes.org standardmäßig eingebaut sind, die man nur aktivieren muss, sind zum Beispiel E-Mail. Das setzt allerdings, das ist standardmäßig deaktiviert, weil das einen gültigen E-Mail-Server voraussetzt. Das setzt voraus, dass Yes.org aus der Applikation heraus eine Mail versenden kann. Wenn ich keinen Mail-Server aufgesetzt habe, funktioniert das nicht. Und da halt auch die Testapplikation für normale Leute, die nicht einen kompletten Server aufgesetzt haben, funktionieren soll, ist E-Mail erstmal deaktiviert, aber wir werden gleich sehen, das ist eine Zeile und dann hat man das aktiviert, wenn man das haben möchte. Der nächste Anbieter, der standardmäßig unterstützt wird, ist zum Beispiel Google Plus. Ist halt sehr verbreitet. Dann OpenID. OpenID ist ein Kriterium, das kann man sich auf seinem eigenen Server zum Beispiel aufsetzen und dann muss man eine URL angeben und ein Passwort und so. Hat sich nicht wirklich durchgesetzt, gibt's schon länger auf dem Markt. Sehe ich nur noch sehr selten. Zum Beispiel bei Blogger oder so kann man sich damit registrieren. Google hat das relativ stark gepusht, hat jetzt aber alles auf diesen Google Plus Login umgestellt. Also OpenID ist faktisch einfach tot, aber wird trotzdem noch unterstützt. Dann gibt es noch OAuth 2, was quasi das Prinzip hinter dem Google Plus Account ist. Das wird im Moment nur über eine Drittanbieterbibliothek unterstützt. Die funktioniert dann aber im Prinzip mache ich Git Clone, Kabal at Source, das, was ich gerade geklont habe, und kann die Sachen benutzen. Das sind 2 Befehle. Und das stellt zum Beispiel zur Verfügung Login with Twitter, Login with GitHub, Login with Spotify.
Und die Hauptfrage ist, wie bringen wir YesDot nun bei, auf welcher Seite muss man autorisiert sein und wie nicht? Weil wenn ich auf die Homepage gehe, einfach nur die Seite aufrufe, will ich nicht gleich sagen, du musst autorisiert sein, log dich hier ein, sondern ich möchte halt, dass Teile der Seite für jeden sichtbar sind, Teile der Seite sind nur für User sichtbar, Teile der Seite sind nur für Administratoren sichtbar und so weiter und so weiter. Und in der Foundation HS finden wir ein paar generierte Einstellungen, zum Beispiel zwei generierte ist einmal is authorized, ist die Funktion, die wir definieren müssen. Die kriegt halt Parameter und returnt dann, ob es autorisiert ist oder nicht. Und die ersten beiden Parameter stehen hierbei für eine Route. Also der erste Parameter ist die Route und der zweite Parameter ist, ob das ein Schreibzugriff ist. Zum Beispiel, wenn das false ist, ist das zum Beispiel für GetRequests. Wenn das ein true ist, ist das zum Beispiel für PostRequests. Es gibt dann halt noch ein paar andere, die sind halt in diese beiden Kategorien eingeteilt. Im Prinzip will man meistens bei den Schreibzugriffen will man eine Autorisierung haben, bei den Lesezugriffen will man häufig eine Autorisierung haben, weil das einfach nur das Formular ist, wo man die Daten eintippt. Manchmal will man aber auch, dass die Sachen dann public sichtbar sind. Wir können halt, wenn wir wollen, dass nur eingeloggte User renten können und Rents entfernen können, fügen wir einfach hinzu, sagen is authorized, unsere Route delrentair mit auf jeder Rent-ID ist die Funktion isUser, die definieren wir hier unten, da kommen wir gleich zu. Und auf der Route RentAir wollen wir auch nur einen User haben, weil das ist, wo ich den Rent eintippe und wo ich den Rent abschicke. Und das User machen wir ganz einfach. Wir versuchen, den User zu authentifizieren. Das gibt uns ein Maybe zurück, weil die App macht die Authentifizierung vollkommen alleine. Wir müssen nur sagen, wir möchten den User jetzt authentifizieren. Und entweder können wir ihn nicht authentifizieren, dann sagen wir Authentication required. Das heißt auf Deutsch, der User wird weitergeleitet auf die Login-Seite. Kriegt eine Fehlermeldung, hey, du musst dich einloggen, übrigens, ich leite dich mal hier hin. Und wir sagen in allen anderen Fällen, sagen wir autorisiert. Man kann jetzt hier wir kriegen hier das User-Objekt zurück und können dann da zum Beispiel auch noch Pattern matchen, zum Beispiel sagen, wenn der User das Admin-Flag gesetzt hat, ist das autorisiert. Wenn der User das Admin-Flag nicht gesetzt hat, ist das nicht autorisiert und so weiter und so weiter. Wir können das beliebig kompliziert aufblähen. Weil wir hier in diesem MU kriegen wir einen Maybe-User zurück. Und User war das, was von YesDot schon vorgegeben war. Das können wir auch einfach erweitern, wenn wir lustig sind. Mehr ist halt nicht nötig, um unsere Applikation sicher zu machen. Wir müssen allerdings noch überprüfen, also nicht nur nur den Login prüfen reicht nicht, weil wir haben hier gesagt, es sind hier alle Rents zugelassen. Das heißt, jeder User kann jeden Rent löschen. Wir müssen in diesem Delete-Air-Händler natürlich nochmal prüfen, darf User X jetzt Rent Y löschen? Das ist nochmal eine separate Prüfung, die wir machen müssen. Aber so kriegen wir das halt hin. Ne? Und in dem Händler, wir schreiben den Händler einfach um, wir können halt in dem Händler auch direkt diese Zeile machen und sagen, authentifizier den mal, machen dann einen Case und sagen, entweder ist er authentifiziert, dann können wir gucken, ob er das löschen darf und können ihm dann das passende Formular geben und so weiter. Ansonsten geben wir ihm einfach Fehlermeldungen. Und ja. Das ist auch schon alles. Jetzt wollte ich gerade noch zeigen, wie man einen neuen Provider hinzufügt. Dazu gehen wir in die Foundation. Da haben wir auch unsere ganzen Is-Authorized-Sachen, wo wir das jetzt einfach nur hinzufügen müssen. Und bei Auth-Plugins hier unten können wir jetzt einfach weitere hinzufügen. Wir können jetzt einfach machen, das Browser-ID ist halt das von Mozilla. Und wir können jetzt einfach zum Beispiel sagen, wir hätten gerne auch noch E-Mail. Das Plugin heißt dann, glaube ich, Auth-E-Mail. Und das müssen wir hier oben einmal noch importieren. Irgendwie import yesort.auth.email. Und dann kriegen wir hier auth E-Mail heißt die Funktion, glaube ich, einfach nur. Das muss ich gerade einmal nachgucken. Ansonsten kriegen wir jetzt gleich eine Fehlermeldung geschmissen. Ja, es fehlen wieder irgendwelche Parameter.
Ich lasse das jetzt hier einfach mal raus, weil es noch eine Kleinigkeit gibt. Auf jeden Fall, so fügt man das hinzu. Man muss das dann konfigurieren. Zum Beispiel, wenn man das mit Google macht, muss man sich ja vorher bei Google anmelden und kriegt dann eine ID und einen Key, und die beiden muss man hier eintragen, und dann erlaubt Google einen, dass man darüber authentifizieren kann. Facebook macht das ähnlich, Twitter macht das genauso, GitHub macht das genauso und so weiter und so weiter. Deswegen ist Persona halt Standard eingestellt, weil da muss ich gar nichts machen. Und wenn wir jetzt die Applikation neu bauen, dann können wir das einfach jetzt mal hier angucken. Jetzt tun wir einfach mal so, wir möchten uns authentifizieren. Entschuldigung, auf gibt es nicht. Auf Login gibt es. Und dann kriegen wir hier Sign in with Persona. Und dann geht ein neues tolles Fenster auf, wo wir uns einloggen können. Und dann, ich habe das mal gemacht. Wie gesagt, man braucht nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Die schicken einem im Prinzip nichts. Man klickt nur auf Anmelden. Man kriegt hier eine nette Animation. Das kleine Fenster geht zu. Und man wird hier auf die Seite weitergeleitet. Wenn ihr das gerade gesehen habt, die Seite hat neu geladen. Und man wird auf die Seite dann weitergeleitet. Und genauso kann man sich dann über Logout auch wieder ausloggen, und dann ist man halt wieder ausgeloggt und wird auch wieder zurückgeleitet, wo man halt herkam. Und dann ist man authentifiziert und kann direkt Sachen machen. Über Persona geht das super einfach. Allerdings hat man dann halt Probleme, dass man gucken kann, wer ist jetzt Admin oder sonst irgendwas. Das kann man machen, um zum Beispiel sagen zu können, du darfst kommentieren, aber zum Kommentieren musst du mindestens einmal deine E-Mail hier lassen. Okay, das war die gesamte Vorlesung. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, und vielen Dank fürs Zuhören.